Hallo und herzlich willkommen heute wieder mit einem neuen Tour-Review von Transformers Robots in the Skies, in diesem Fall Rapid Run. Rapid Run ist der letzte des Combiner-Teams und ja, zusammen bilden sie Rail Racer. Wir kommen gleich zu der Figur, erstmal kommen wir natürlich zu der Verpackung. Der Zug selbst ist dann hier vorne so in der Verpackung drinne. Er ist Teil des Combiner-Teams und hier vorne sehen wir einmal ganz groß den Rapid Run natürlich als Roboter. Vorne das Logo mitsamt Name. Oben haben wir jetzt nur das den Namen und das Logo. An der Seite sehen wir nochmal Rapid Run im Zug und im Roboter-Modus. Auf der anderen Seite genauso. Auf der Rückseite sehen wir Rail Spike mit NXPS Rapid Run, die zusammen zu Rail Racer werden. Und auch hier das europäische Siegel, nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Ja, und die Geschichte von Megatron und Predacons gegen die Autobots. Und unten drunter haben wir natürlich noch diese nette Textback-Karte. Ja, was soll ich jetzt noch groß dazu sagen? Kommen wir doch jetzt einfach mal zu der Figur. So, wie gesagt, das ist jetzt Rapid Run. Eine sehr schöne Figur, in einem Grau gehalten mit goldenen Details und einem blau-schwarz schimmernden Verzierungsteil. Leider komplett graue Fenster, nicht aus durchsichtigem Plastik, auch vorne nicht, das ich sehr schade finde. Ansonsten haben wir hier Railstar Cybertron draufstehen, was ich ein sehr schönes Detail finde, auf jeden Fall super. Und drunter sieht man natürlich auch nicht sehr viel vom Robotermodus. Und auch hier haben wir immer den Connector Pack, um die Züge hier vorne miteinander zu verbinden. Ja, kommen wir jetzt einfach mal zur Verwandlung. Rapid Run hat 2 verschiedene Waffen. Das heißt, er hat verschiedene Möglichkeiten. Wir haben einmal hier unten diese Waffe, die wir hier rausnehmen müssen. Das ist quasi die Rakete, die auch gleichzeitig ein Gewehr darstellen soll. Und hier vorne lösen wir einmal die seitlichen Panels nach oben. So, können das jetzt hier so rausnehmen. Und auf der Rückseite sind 2 Spikes, die nach oben gedreht werden müssen. Jetzt haben wir hier noch einmal ein Connector Pack. Da können wir die Rakete quasi so einmal hereinstecken. Und dann haben wir hier eine Waffe, die er so in die Hand nehmen kann. Ja, man könnte jetzt theoretisch auch, wenn man möchte, die Seitenteile wieder nach unten drehen. Gefällt mir jetzt persönlich als Waffe deutlich besser, als wenn es aufgeklappt ist. Ansonsten haben wir noch die Möglichkeit, wenn wir es ganz nach unten drehen, als Schild zu nutzen. Ja, und auch hier können wir natürlich die Waffe abschießen. Und ich finde natürlich, wenn das so gesehen wird, als Schild plus Gewehr deutlich besser. Das legen wir jetzt erstmal zur Seite, jetzt kommen wir zu der Figur. So, die Figur ist jetzt, wie gesagt, die Waffe ist entfernt. Müssen wir es jetzt natürlich noch transformieren. Das ist ganz einfach. Wir drehen hier unten einmal die Räder nach außen. Drehen jetzt die Füße einmal nach oben. Ziehen jetzt diesen kompletten Part nach unten. Was ich sehr schön finde, hier werden jetzt diese Raketentriebwerke sichtbar. Klappen wir einmal die Füße nach oben. Jetzt sehen wir die Triebwerke noch mal ein bisschen besser. Jetzt sind die Füße fast fertig. Jetzt müssen wir natürlich noch die Füße herausziehen. So. Und jetzt kommt der komplizierte Teil. Hier oben das leicht auseinanderdrücken und die Seitenteile nach außen drehen. So. Dann einmal diesen kompletten Teil hier nach unten drehen, so, die Beine einmal drehen, das heißt, den Torso drehen, so, ich habe die Figur schon lange nicht mehr verhandelt, sehe ich gerade, so, und jetzt einmal hier oben das Cockpit öffnen, das geht am leichtesten, indem wir die Nase nach unten drehen, den Kopf nach oben ziehen, das Cockpit wieder schließen, jetzt die Seitenteile außen dran klappen und die Arme einmal nach unten komplett drehen. Jetzt gleich nochmal nach unten und die Hand nach vorne. Ja, und jetzt haben wir theoretisch schon Rapid Run fertig verwandelt.
Ja, die Figur sieht ein bisschen strange aus von den Beinen. Das ist mir auch schon aufgefallen. Aber ja, es macht dem Ganzen keinen Abbruch. Es ist halt ein Zug. Er ist ziemlich lang. Ja, ansonsten können wir jetzt ihm hier die Pistole in die Hand geben. Als Gewehr quasi. Und das Schild ihm natürlich auch in die Hand geben. So, jetzt hat er die Waffen bzw. das Schild in der Hand. Ich finde es sehr schick. Der Kopf ist auf einem drehbaren Gelenk. Leider ein bisschen eingeschränkt durch dieses Dreieck hier hinten, was quasi das obere Fenster darstellt. Dadurch ist die Bewegung relativ schlecht. Ihr könnt höchstens gucken, dass ihr natürlich den Kopf nicht wie ich jetzt, sondern allgemein nach außen dreht. Muss ich es erstmal wieder befestigen. So. Ihr seht, Balljoints lassen sich ziemlich leicht wieder befestigen. So. Ja. Die Figur ist ziemlich cool. Ihr habt eine Menge Beweglichkeit. Ihr habt einmal hier hinten dieses Balljoint in den Schultern. Ihr könnt die Figur einmal die Arme um 360 Grad drehen. Der Ellenbogen hat ein Gelenk bei dieser Figur, lässt natürlich nur 90 Grad anwinkeln. Und die Hand ist nur nach oben, nach unten schwenkbar. Das heißt, ihr könnt auch die Faust nach oben drehen. Und könnt eben das Schild quasi so halten lassen, was auch sehr schick ist. Ja, ansonsten hat diese Figur, wie gesagt, einen etwas eingeschränkten Kopf. Ein Hüftgelenk, das ihr drehen könnt, dank der Transformation. Und ansonsten könnt ihr die Schenkelgelenke nach oben drehen. Ihr habt ein um 90 Grad knickbares Kniegelenk. Dadurch lässt sich natürlich auch einiges an Posen darstellen. Das heißt also, die Figur hat schon ein bisschen an Beweglichkeit, was sie in der Roboterform quasi anbietet. Ich finde, es ist mit die schönste Figur auf jeden Fall. Die gefällt mir, weil die Proportionen hier wirklich passen. Ansonsten, ja, die Figur lässt sich natürlich auch hier in den Combiner-Modus verwandeln. Trotzdem, bevor ich das tue, möchte ich euch einmal den Kopf ein wenig näher zeigen. Kopf ist absolut mein Favorit von allen bisher. Er sieht aus wie ein Ninja, als wenn er so ein Tuch vorm Mund hätte. Absolut cool. Und auch der Herzog Gulp ist eigentlich ein sehr, sehr schön designter. Das heißt, ihr habt die grünen Augen und mit dem Gold und dem Silber zusammen einfach nur geil. Und alle Transformers von diesem Dreier-Team haben hier oben wie so eine Art Zusatzcockpit. Was ich sehr interessant finde. Theoretisch können da Menschen drin sitzen. Ist natürlich ein bisschen strange für einen Transformer, aber ja, trotzdem, die Möglichkeit würde bestehen. Ja. Kommen wir jetzt einfach mal zum Combiner-Modus. Wir nehmen jetzt einmal die Waffe ab. So. Jetzt drehen wir die Spitze nach unten, winkeln den Kopf ein, drehen den ganzen Körper nach oben, winkeln die Arme natürlich wieder ein. Die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Das gleiche hier. So, dass sie so an der Seite sind. Anschließend, Moment, jetzt muss ich mal überlegen. Ah ja, genau. Anschließend müsst ihr die Beine so anwinkeln, die Räder nach oben klappen und die Füße im 90-Grad-Winkel knicken. So. Anschließend dreht ihr die Schultern zur Seite, zieht dieses komplette Teil einmal nach unten, dreht es herum. So. Jetzt sollte das Ganze so aussehen. Jetzt dreht ihr die Hände nach unten, winkelt dieses komplette Teil nach innen, dreht die Beine zur Seite. So. Dreht jetzt die Arme nach unten und dann nach oben weg, dass sie quasi die Füße nicht blockieren. So, jetzt könnt ihr die Beine quasi komplett nach unten drehen. Und jetzt haben wir quasi das Jetpack und den Bauch von Ray Racer.
Ich finde eine sehr schöne Figur auf jeden Fall mit sehr vielen Extras und allein die Idee, dass man ihm ein Schild gibt, finde ich, ist schon ziemlich cool auf jeden Fall. Und auch, dass es natürlich im Zugmodus perfekt in den Zug selbst passt, ist auch super gelöst. Wir haben hier natürlich auch sehr viele Details an diesem Schild. Und was ich sehr cool finde, also es ist einfach wirklich gut überlegt. Ihr könnt natürlich hier auch die Waffe wieder hier hineinstecken. So. Und ja, es hat was. Dieser Knopf, der hätte vielleicht oben sein können, wäre zwar für den Zug, fürs Zugdesign nicht ganz so schön gewesen, aber ihr hättet besser drankommen können, wenn ihr dem Roboter quasi diese Waffe in die Hand drückt. Ja, kommen wir einfach mal zu der Bewertung. Ich würde dieser Figur auf jeden Fall im Zugmodus volle 10 von 10 Punkten geben, im Robotermodus 9 von 10 Punkten und im Combiner-Modus auch 9 von 10 Punkten. Eine sehr schöne Figur, ich kann sie jedem wärmstens empfehlen. Und ja, kommen wir jetzt doch dann einfach mal zum Schluss. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns natürlich jetzt noch bei dem nächsten Review sehen, wo wir Rail Racer quasi vorstellen. Und ja, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr mir ein Abo hinterlassen würdet, beziehungsweise Kritiken oder auch Dankwünsche oder Lobpreise. Ach, egal was. Wollen wir es nicht so hoch treiben, einfach in die Kommentare packt. Ich würde mich natürlich sehr freuen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ich wünsche euch was. Bis dahin, euer Rexford.